sie das nicht. Und heute muss es geschehen. Jakob fährt in den Urlaub. Dann habe es Klick gemacht und er habe nur noch nach Plan gehandelt. Gefgen erzählt Jakob, seine Schwester Elena habe eine Jacke bei ihm vergessen. Der Junge geht ohne jeden Argwohn mit, um die Jacke der Schwester an sich zu nehmen. Warum entführt er ein Kind? Warum überfällt er keine Bank, um an Geld zu kommen? Genau das habe ich doch auch gefragt und ich habe ja die Antwort darauf bekommen. Ja, das kann ich nicht. Ich bin doch gegen Gewalt, ich kann doch keine Gewalt ausüben. Ich kann doch keinen bedrohen. Originalton, das muss man sich alles mal vorstellen. Das ist auch so. Der ist einfach, Magnus Gefgen ist einfach nicht der Typ, mit einer Knarre in eine Bank zu gehen und zu sagen, Kohle raus. Sondern der, ja, kleine Kinder. Sie plaudern fröhlich über Eintracht Frankfurt und die bevorstehenden Ferien. Nein, er habe Jakob nicht töten wollen, behauptet Gefgen noch lange vor Gericht. Dann aber sei er plötzlich seine eigene Marionette gewesen. In der Wohnung überwältigt er das Kind, fesselt es und klebt ihm Mund und Nase zu mit vorbereiteten Klebestreifen. Er habe Jakob in einer Waldhütte mit Alkohol abfüllen und ihm einen Filmriss besorgen wollen, lautet später seine absurde Ausrede, vor Gericht und vor sich selbst. Dass der Junge schreit und zappelt, das hat er nicht eingeplant. Da drückt er seine Hände auf das Kindergesicht, minutenlang, bis tödliche Ruhe herrscht. Er entkleidet den Jungen. Spuren sexuellen Missbrauchs finden die Gerichtsmediziner nicht. Er taucht den leblosen Körper in der Badewanne unter Wasser, um zu sehen, ob noch Luft aufsteigt. Dann wickelt er das Kind in Tüten und ein Bettlaken und bringt es in sein Auto. Mit dem toten Kind im Kofferraum fährt er vor das Anwesen der von Metzlers, um den Erpresserbrief über den Zaun zu werfen. Der Student mit dem weit überdurchschnittlichen Urteilsvermögen verliert bald den Glauben, dass sein Plan funktionieren wird. Vor Gericht sagt er, spätestens bei der Geldübergabe habe er erwartet, festgenommen zu werden. Oder erhofft? An diesem Freitagmittag fährt er mit dem toten Kind zunächst 100 Kilometer zum Weiher. Den Platz für die Leiche hatte er sich schon Wochen zuvor ausgesucht. Dann fährt Magnus Gefgen zu seinen Eltern. Das gemeinsame Essen am Freitagmittag ist der Mutter schließlich heilig. Weit ist er nicht gekommen bei seiner Flucht aus den inneren und äußeren Verhältnissen. Qualvoll lange hat es gedauert, bis Gefgen vor Gericht alles gestanden hat, auch seine Tötungsabsicht. Er hat sich schnell der Deutung seines Verteidigers Endres angeschlossen, der zufolge Tat und Täter wie zwei Puzzleteile sind, die einfach nicht zusammenpassen wollen. Der Mord als unerklärlicher Betriebsunfall in der eigenen Biografie. Das, was er uns erzählt hat und die Art und Weise, wie er es erzählt hat, war, so sehe ich das heute, in der Erinnerung, ohne persönliche Regung. Da ist nichts rübergekommen. Das war sehr stereotyp. Das Gericht verurteilt Gefgen im Juli 2003 zu lebenslänglich. Mit der besonderen Schwere der Schuld. Damit ist eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Das Ende eines Prozesses, den es beinahe nicht gegeben hätte. Gleich zu Beginn hatte die Verteidigung die Einstellung beantragt, weil der Vorwurf im Raum stand, dass die Vernehmung Gefgens im Polizeipräsidium mit Gewaltandrohungen einhergegangen sei. Das Gericht entschied deshalb, dass alle bis zu Prozessbeginn gemachten Geständnisse des Angeklagten null und nichtig wären. Denn zwei Monate vor Prozessbeginn hatten der Berliner Tagesspiegel und die Bild-Zeitung ein hochbrisantes internes Dokument veröffentlicht,
Ein Aktenvermerk des Polizeivizepräsidenten über die von ihm angeordneten Vernehmungsmethoden im Fall Gefgen. Ein Schriftstück, das in der deutschen Rechtsgeschichte bis dato ohne Beispiel ist. Das habe ich ja auch gesagt, Herr Daschner. Man muss ja nicht über jede Aktion, die die Polizei macht, ein Vermerk machen. Na gut, aber so ist er eben halt. Er kann nicht anders. Und das sollte auch dokumentiert werden. Unstrittig ist, dass Daschner an jenem Dienstagmorgen Hauptkommissar Ortwin E. in sein Büro kommen ließ und ihm den Auftrag gab, Gefgen unter Androhung von Gewalt erneut nach dem Aufenthaltsort des Kindes zu befragen. Den zuständigen Staatsanwalt informierte Daschner darüber allerdings nicht. Magnus Gefgen war zu diesem Zeitpunkt Beschuldigter eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft. Und demzufolge hatte er entsprechende Rechte und der oberste Ermittler gegen ihn ist der Staatsanwalt gewesen. Und natürlich wäre der Staatsanwalt über derartige Gedankenspiele zu informieren gewesen. Und das ist nicht erfolgt. Was hätten Sie Herrn Daschner geraten? Ich hätte ihn wahrscheinlich gefragt, ob er ganz bei Trost ist. Detailliert schildert Daschner in dem Vermerk seine Anweisungen. Zur Rettung des Kindes habe er angeordnet, Gefgen erneut zu befragen, auch unter Gewaltanwendung. Nach vorheriger Androhung, unter ärztlicher Aufsicht, durch Zufügung von Schmerzen, keine Verletzungen. Strittig ist bis heute, was davon in den Räumen des Kommissariats 11 tatsächlich umgesetzt wurde. Fakt ist, Ortwin E. und Gefgen waren allein im Zimmer. Gefgen behauptet, der Beamte habe ihn massiv unter Druck gesetzt. Er sei dazu ganz nah an ihn herangerückt. Der Hauptkommissar habe ihn mehrfach mit der flachen Hand geschlagen, sodass er mit dem Kopf an die Wand geprallt sei. Er habe ihm Schmerzen angedroht, dass er wünsche, nie geboren worden zu sein. Außerdem habe er rassistische und sexistische Drohungen ausgesprochen. All das streitet der Beamte bis heute ab. Hat er gesagt, ich brauchte gar nichts zu machen. Ich habe mich vorgestellt, ich habe mit ihm kurz gesprochen und habe gesagt, jetzt müssen wir aber endlich wissen, wo das Kind ist. Und er hat das gesagt. Er ist ja auch nicht sehr lange drin gewesen. Der Beamte habe ihm schließlich erzählt, ein Spezialist für solche Fälle sei schon mit dem Hubschrauber unterwegs und habe mit der Hand entsprechende Zeichen gemacht. Er hat gesagt, nein, ich habe ihm nur gesagt, wenn du das nicht sagst jetzt, dann wirst du dein ganzes Leben daran denken müssen und wirst dich immer daran erinnern. Du wirst nie zur Ruhe kommen. Fakt ist, Gefgen erzählt seine Version der Vernehmung erst 3 Monate später. Daschner glaubt bis heute, Gefgen habe alles erfunden oder es sei ihm von Dritten in den Mund gelegt worden, im Nachhinein. Der Daschner lügt ganz einfach. Und das können Sie auch so senden. Daschner lügt. Das ist eine Ausrede, in dem er möglicherweise sich noch retten will. Aber da gibt's nichts mehr zu retten. Ich habe weder meine Mandanten irgendwas eingeredet, noch habe ich ihn irgendwie präpariert oder ich habe irgendetwas verzögert. Gar nichts ist passiert. Nach der Veröffentlichung des internen Vermerks geht Daschner in die Offensive. Er verteidigt seine Dienstanweisung, beruft sich auf Polizeirecht und sagt Zeitungsreportern, er hätte seinen Drohungen auch Taten folgen lassen. Die Staatsanwaltschaft ist geschockt, weil sie fürchtet, der Gefgen-Prozess könnte platzen. Polizeivizepräsident Daschner wird angeklagt und verteidigt sich vor Gericht mit den Worten, es war für mich nicht vorstellbar, die Vollendung eines Mordes an einem entführten Kind unter staatlicher Aufsicht zuzulassen. Welches Motiv hatte Herr Daschner? Ja, und er hatte ein sehr hehres Motiv. Ich möchte mal wissen, was los gewesen wäre, wenn er das Kind hätte gerettet und das Kind hätte überlebt. Bei gleichem Sachverhalt. Glauben Sie, dass dann irgendeiner von Folter oder von Widerrechtlichkeit der Nötigung gesprochen hätte?
Kein Mensch. Die Öffentlichkeit steht mehrheitlich auf der Seite des angeklagten Polizeivizepräsidenten. Viele können das Handeln des zweifachen Familienvaters Daschner nachvollziehen. Daschners Gegner argumentieren, ein Polizeipräsident dürfe sich nicht von seinen Gefühlen leiten lassen, auch nicht in Grenzsituationen. Die Staatsmacht dürfe nie selbst zum Täter werden. Die Folterandrohung alleine ist schon strafbar. Es ist ein Verbrechen. Das ist nicht irgendwie Pillepalle. Das ist nicht irgendwie Kindergeburtstag. Es ist nicht irgendwie, dass man sagt, auch der Gesetzgeber hat das gesehen. Ach na ja, gut, also es ist wie so eine klauen kann man ja mal. Nee, das geht an die Grundfesten, deswegen ist es auch als Verbrechen eingestuft. Im Dezember 2004 wird Wolfgang Daschner vom Landgericht Frankfurt verurteilt. Er erhält ein mildes Urteil, eine Verwarnung und eine geringe Geldstrafe auf Bewährung. Dass er nur wegen Nötigung im Amt angeklagt wurde und nicht wegen Folter, bleibt für viele Kommentatoren bis heute ein Justizskandal. Andere, auch Jakobs Angehörige, hätten sich dagegen einen Freispruch für Wolfgang Daschner gewünscht. Menschen, die wie Herr Daschner in der Exekutive tätig sind, werden trotz aller gesetzlichen Regelungen immer wieder vor solchen Fragen stehen. Und ich denke, man muss ihnen Mut machen, dann auch solche Entscheidungen treffen zu wollen. Und das, was mich an dem Daschner Urteil bedrückt, ist, dass dieser Mut durch dieses Urteil nicht gefördert wird. Daschner wird nach seiner Verurteilung nach oben versetzt. Er wird Präsident des Polizeipräsidiums für Logistik. Dennoch fühlt er sich bis heute ungerecht behandelt. Im Juli 2008 geht er verbittert in Ruhestand. Über den Fall will er nicht mehr öffentlich reden. Magnus Gefgen verbüßt seine Haftstrafe in Schwalmstadt. Mit Hilfe eines neuen Anwalts prozessiert er gegen den Staat und kämpft vehement gegen Polizeifolter, als ob das der Alltag auf deutschen Revieren wäre. Er schreibt ein Buch über sich selbst, als Opfer staatlicher Gewalt. Und keiner will es lesen. Er betreibt aus dem Gefängnis die Gründung einer Gefgen-Stiftung für junge Gewaltopfer und wundert sich, dass die zuständige Behörde das geschmacklos findet und den Antrag ablehnt, weil diese Stiftung gegen das Anstandsdenken verstoße. Frühestens, wenn er Mitte 40 ist, kann er mit einer Entlassung rechnen. Wenn überhaupt. Vor der Karl-Schurz-Schule in Frankfurt erinnert ein Gedenkstein an Jakob von Metzler. Wo ich auch nach dir frage, find ich von dir Bericht. Du lebst in meiner Klage und stirbst im Herzen nicht. Du wirst immer unser Freund bleiben. Und gleich neben dem Stein haben die Lehrer und Schüler einen Baum gepflanzt. Für ihren Freund Jakob.